Hallo und herzlich willkommen beim neuen Video von mir. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja, ich bin dabei. Ich bin tatsächlich bei Seven vs. Wild dabei. Das ist immer noch absolut surreal für mich. Ich freue mich aber unfassbar. Also ich glaube, ich kann gar nicht oft genug sagen, wie sehr ich mich darüber freue. Und ja, man schaut das halt immer zu Hause an und auf einmal ist man echt mittendrin. Und ja, es gab ganz schön viele Fragen die letzten Tage seit dem Release an mich. Und jetzt dachte ich mir, mache ich mal so ein kleines Update-Video für euch, damit ihr euch auskennt. Ich habe mir auch einen kleinen Schummelzettel natürlich mitgenommen, weil es echt viel war und ich möchte auch nichts vergessen in meiner Nervosität. Natürlich zu Beginn ist es eine riesengroße Ehre für mich, dass ich da dabei sein darf. Also ich bin unfassbar dankbar, dass ich diese Möglichkeit bekomme, mich da beweisen zu dürfen, dass das Orga-Team mich in diesem Format sieht. Aber natürlich ist es auch eine extrem große Bürde für mich, weil es haben sich einfach so unendlich viele tolle Leute beworben und ich muss, beziehungsweise eigentlich ich darf, diese ganzen Leute vertreten. Und natürlich möchte ich da dann nicht abkacken oder so, sondern die natürlich auch würdig vertreten. Und ja, da kommt dann einiges auf mich zu. Die meistgestellteste Frage mitunter war, wie wurde ich informiert? Wann wurde ich informiert? Wie lief das Ganze ab und so weiter? Also tatsächlich bin ich gerade so im Wald gesessen, wie jetzt gerade. Und ja, ich war bei einem Survival Camp von der Wildnisschule Waldkraft und schaue dann halt irgendwann so auf mein Handy und sehe eine Instagram-Nachricht. Ja, dann hat halt wer geschrieben, hallo Hanna, können wir mal quatschen? So ungefähr. Und ich habe zuerst so gar nicht richtig gecheckt, um was es geht. Dann stand dann liebe Grüße Max und dann habe ich gesehen, dass das der Seven vs. Wild Kanal war und dann habe ich erstmal geguckt, ob das wirklich dieser offizielle Kanal war, weil ich habe es in dem Moment halt gar nicht so realisiert. Als ich es dann gecheckt habe, dass das wirklich der offizielle Instagram Kanal war, sind mir halt instant Tränen rausgeschossen. Also ich wusste zu dem Zeitpunkt natürlich noch gar nicht, um was es geht. Bin ich nur in der engeren Auswahl, bin ich fix drinnen, aber allein die Tatsache, dass ich anscheinend in so eine engere Auswahl gekommen bin, war halt für mich so überwältigend, weil ich echt mit vollem Herzblut diese Bewerbung gemacht habe und wirklich unbedingt da dabei sein wollte, weil ich dieses Format einfach auch schon seit Ewigkeiten feiere und ich war einfach echt mal so total perplext und einfach nur glücklich. Ja, und dann habe ich eine Nachricht zurückgeschrieben mit meiner Telefonnummer und ziemlich kurze Zeit später war dann auch der liebe Max am Telefon. Ja, und so hat sich das alles ergeben. Am nächsten Tag stand es dann 100% fest, dass ich dabei bin. Und natürlich war das auch am Anfang noch ein bisschen schwierig, weil man darf es halt keinem verraten. Und man freut sich aber und wird es am liebsten mit der ganzen Welt teilen. Und man darf aber halt noch nichts sagen, bis es offiziell ist. Dann haben wir uns auch gleich mit Affe auf Bike kurz geschlossen, mit der Ann-Kathrin. Ich kann nur sagen, wir haben gleich mal telefoniert und das hat sofort harmoniert. Also das war echt mega genial. Wir haben gleich mal eine Stunde telefoniert. Wir waren beide ziemlich erleichtert über unseren Team-Buddy. Wir haben uns halt beide sehr gefreut, dass die jeweils andere eine Powerfrau ist. Und ja, seitdem telefonieren wir eigentlich fast täglich. Wir tauschen uns ganz, ganz viel aus, planen unsere Flasche, überlegen Dinge. Und natürlich ist es ein bisschen schwierig, dass wir halt so weit voneinander entfernt sind. Aber das klappt schon irgendwie. Trainieren werden wir alle beide separat. Also sie hat ja jetzt echt den Lotto-Sechser, dass sie direkt in Kanada war und auch mit Einheimischen trainieren konnte. Ich habe tatsächlich nächste Woche mein großes Seven vs. Wild Training. 4 Tage und zwar mit der Wildnisschule Waldkraft. Die Jungs unterstützen mich bei allem, was geht. Ich bin super dankbar dafür. Also das ist echt mega. Auch der Jan zwingt mich in Anführungszeichen echt jede Woche, dass ich im Wald schlafe, immer raus, hat Tipps für mich. Und das ist echt, also ich bin echt so dankbar, dass ich da so viele Leute habe, die mir den Rücken stärken, mich unterstützen, die ich fragen kann. Ja, das ist einfach echt cool und hilft mir natürlich, dass ich da absolut positiv in dieses ganze Erlebnis starten kann. Und es ist natürlich viel leichter für mich, als wenn ich mich jetzt einfach zu Hause alleine vorbereiten müsste. Ob wir zwei uns noch treffen? Ja,
Also geplant ist es, dass wir uns natürlich, vor das ausgestrahlt wird und bevor wir abreisen, uns noch treffen. Wir wollen ja auch gemeinsam die Flasche packen. Da waren auch ganz viele Fragen dazu, aber da verrate ich erstmal nichts dazu. Genauso wie ich auch nichts über meine Kleidung verrate, also ob Feuerstahl oder Feuerzeug, was für ein Messer, ob Säge. Lasst euch überraschen, es ist einiges geplant. Wir haben Kontakt mit ganz vielen Leuten, die uns unterstützen. Also bleibt einfach gespannt, wie das da weitergehen wird. Ganz oft war die Frage, was ich davon halte, dass wir ein reines Frauenteam sind. Da ich mit der lieben Affe zusammen im Team bin, bin ich mega glücklich, dass das so gekommen ist. Aber ich bin ein ziemlich unkomplizierter Mensch. Mir wäre das eigentlich total egal gewesen, ob jetzt Mann oder Frau, ob divers. Ganz, ganz, ganz scheißegal. Einfach Hauptsache eine coole Zeit haben. Hoffen, dass man sich einfach gut versteht, dass man diese Zeit gut überbrückt. Und ja, was soll ich sagen? Also wir zwei harmonieren echt mega bis jetzt und ich glaube, das wird richtig cool. Es ist auch was, was uns auch nach Seven vs. Wild einfach ein Leben lang verbinden wird. Und ich glaube, dass da halt noch eine ganz, ganz, ganz besondere Freundschaft daraus entstehen wird, was halt auch ein weiteres Geschenk einfach ist, dass neue Menschen ins Leben kommen. Meine Ängste oder Sorgen, wovor habe ich Respekt? Wie ist das mit den Bären? Und so weiter und so weiter. Ich muss sagen, dass sich die Sorgen immer wieder abwechseln. Also mal mache ich mehr Gedanken über das eine, mal mache ich mir mehr Gedanken über das andere. Ich bin schon jemand, der halt einfach auch nicht enttäuscht von mir selber sein möchte am Ende. Ich will auch nicht, dass andere enttäuscht von mir sind. Ich will das einfach... Entschuldigung, Amsel. Also ich will das einfach mega cool durchziehen, hoffe, dass ich einfach die Erwartungen erfülle und habe ein bisschen Angst davor, dass ich das nicht erfülle. Am meisten Sorge machen mir ein bisschen die Nächte, weil ich einfach im Dunkeln, warum auch immer, ich habe keine Ahnung, woher das kommt, aber ich habe einfach im Dunkeln ein bisschen ein ungutes Gefühl. Natürlich mache ich mir auch Sorgen wegen den Bären und den Wildtieren, weil, also die Aufnahmen, die ihr gesehen habt, da war ich ja geschützt in einem Fotoversteck und es ist halt immer noch was anderes, ob man da wirklich draußen alleine zwischen den Wildtieren ist, man nicht weiß, wie oder was. Also natürlich beschäftigt mich das auch, aber ich habe da so ein bisschen Urvertrauen und bin der Meinung, dass wenn ich mich respektvoll den Wildtieren gegenüber verhalte, dass wir da keine Probleme haben werden. Wir werden einfach schauen, dass wir so ein richtig geiles Shelter bauen, das für uns wie so eine kleine Burg ist, wo wir uns einfach sicher fühlen und ja, dann wird das schon. Aber ich glaube, die größten Ängste sind eher dieses Mentale dahinter. Kann ich das abliefern, was ich von mir selbst erwarte und bin ich am Ende zufrieden mit mir selber? Also das ist schon eine große Herausforderung. Und ja, wie gesagt, man überlegt sich halt jeden Tag irgendwas anderes, wovor man Angst haben könnte, beziehungsweise Angst ist auch übertrieben, aber was einen einfach beschäftigt. Was qualifiziert mich oder zeichnet mich aus? Wo ist mein Antrieb? Warum bin ich die richtige Wildcarderin? Ich glaube, dass es ganz viele richtige Wildcarder gibt. Aber natürlich wird meine Stärke da draußen die Wildtierwelt sein. Und dass ich auch ein zäher Knochen bin, genauso wie Affe auf Bike. Also ich glaube, dass ich mich versuchen werde, wenn all die wichtigen Dinge abgeschlossen sind, mich wirklich intensiv dieser Wildtierwelt zu widmen. Ich freue mich auch schon mega drauf. Ich habe schon geschaut, was gibt es dort für Vogelarten, weil ich bin ja der absolute Vogelfreak. Freue mich richtig darauf. Bin schon gespannt, was wir da für ein Equipment haben werden. Ich hoffe natürlich, dass ich da einiges für euch filmen und dokumentieren kann, aber das freue ich mich natürlich am meisten und ich glaube, das ist halt auch ein großer Faktor, warum ich vielleicht mit ausgewählt worden bin. Einfach diese Nähe zu den Wildtieren und Naturnähe, die einfach ein sehr großer Teil von mir ist. Wird es Videos zur Vorbereitung geben? Ja, auf jeden Fall. Das nächste Woche, diese 4 Tage, die ich habe, diese Ausbildung für mich, die werden wir auf jeden Fall begleiten mit der Kamera. Es wird dann einen Teil auf meinem Account geben, aber natürlich auch bei der Wildnisschule Waldkraft, weil die das halt echt alles für mich organisieren, das Skript schreiben. Ich brauche mir da echt keine Gedanken drum machen. Es geht wirklich darum, dass sie mich möglichst gut vorbereiten und da wird es auf jeden Fall Videos geben. Hoffentlich wird es dann auch ein gemeinsames Video mit Ann-Kathrin geben. Wir werden natürlich auch noch ein Video machen von unserer Flasche, aber das wird natürlich alles erst ausgestrahlt, wenn wir in Kanada sind und auch bezüglich der Kleidung. Also ihr werdet auf jeden Fall mit Inhalten gefüttert. Ihr braucht euch da gar keine Sorgen machen. Ihr bleibt auf dem neuesten Stand. So, was denke ich, sind die jeweiligen Stärken und Schwächen von uns beiden und wie glaubst du, falls vorhanden, dass ihr sie als Team ausgleichen könnt? Also ich glaube, die Stärke von uns beiden ist, dass wir ziemlich Biss haben und dass wir das beide unbedingt durchziehen wollen
Und wenn es einem mal schlecht geht, wird er den anderen aufbauen und umgekehrt. Ich glaube, dass wir uns da einfach gegenseitig extrem pushen können. Glaube ich, werden die 14 Tage in der Team Edition leichter. Und wie denke ich über die anderen Teams? Wird es leichter? Ich glaube, dass neue Herausforderungen kommen. Ich glaube auch, dass 14 Tage halt auch nochmal eine ziemliche Hausnummer sind. Es ist einfach die doppelte Zeit. Es wird eine Herausforderung. Es ist einfach nicht vergleichbar mit den letzten zwei Staffeln. Und es wird wieder was ganz Neues. Und das ist, glaube ich, auch das Coole und der Reiz, das halt immer wieder anzuschauen für euch. Wir werden sehen, was die Challenges sein werden, was die Herausforderungen sein werden. Das können wir halt jetzt noch nicht wissen, aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Bezüglich der anderen Teams, was glaube ich, wer sind starke Teams, wer sind schwache Teams? Also ich glaube, dass alle ihre Stärken haben. Ich muss sagen, dass ich die Streamer-Teams nicht so gut kenne. Also die sind einfach in der Bubble, mit der ich persönlich nicht viel zu tun hatte. Ja, Fritz und Martin, ist klar, die werden durchziehen. Ich freue mich mega auf den Content von den Zweien. Es wird sicher extrem spannend, wie die sich vorbereiten, was die genau machen. Andreas Keeling und Joey Kelly, sau cool, dass die dabei sind. Also auch gerade Andreas Keeling für mich als Wildlife-Fotografin natürlich auch eine super Ehre, dass ich den dann auch kennenlernen darf. Bin super gespannt. Und ja, also die ganzen anderen Teams. Ich glaube, jeder bringt irgendwas anderes mit. Es wird und bleibt spannend. Ich sehe da auch überhaupt nicht irgendwie jemanden als Konkurrenz, weil ein paar schon meinten, ja, ihr werdet ziemlich schwer haben neben denen oder diese nicht zu unterschätzen, bla bla bla. Ja, darum geht es auch gar nicht. Also wir machen unser Ding. Es geht nicht darum, dass wir länger aushalten als irgendwer anderer. Es können alle 14 Tage durchhalten und das wäre super geil, weil dann jeder seine Erfahrungen macht und ja, ich sehe mich dann nicht in Konkurrenz mit anderen oder oh Gott, schau, was die gebaut haben, schau, was die können. Schau, was die lernen. Wir sind alle individuelle Charaktere, wir haben alle ganz andere Schwerpunkte und genau das macht es halt auch aus. Meint ihr, werdet es schwerer haben als ein Team, wo sich die Leute schon besser kennen? Ehrlich gesagt glaube ich sogar, dass das ein kleiner Vorteil für uns sein kann. Wir kennen uns nämlich noch nicht so gut, das heißt, wir haben die Zeit, wo wir uns auch kennenlernen können. Also das ist eine Zeit, wo uns vielleicht nicht so langweilig wird wie den anderen, weil wir uns halt unfassbar viel zu erzählen haben. Und ich glaube, das wird auch für euch ziemlich spannend. Also wir lernen uns dort quasi kennen. Dadurch entstehen, glaube ich, auch nicht so schnell Reibungspunkte, weil man kennt es ja, in einer frischen Freundschaft ist es so, dass nicht so schnell Konflikte entstehen, wie vielleicht bei Freundschaften, die schon sehr lange sind, weil da traut man sich ja dann doch dem anderen eher die Meinung zu geigen. Also es könnte durchaus auch helfen, dass wir uns eben noch nicht kennen. Wir sind beide Menschen, die super schnell und leicht auf fremde Menschen zugehen können und deswegen denke ich, dass wir da überhaupt kein Problem miteinander haben werden und das richtig cool wird. Glaube ich, wir werden als Frauenteam mehr öffentlichen Druck haben und wenn ja, wie willst du damit umgehen? Natürlich gibt es jetzt wieder diese Kommentare, dass wir zwar nur wegen der Frauenquote dabei sind und wir schaffen es eh nur 3 Tage und natürlich löst das auch Druck aus. Aber wir wollen ja einfach für uns auch diese 14 Tage durchbeißen und nicht nur, um es den anderen zu beweisen. Aber natürlich wollen wir auch zeigen, dass wir halt nicht schon nach 1, 2 oder 3 Tagen rausfliegen, sondern dass wir das halt auch durchziehen können und diesen ganzen Hatern beweisen, Alter, wir haben es auch drauf. Ich glaube, das ist sogar eher auch ein Ansporn für uns, wenn wir dann da drinnen sind, dass wir dann wirklich durchbeißen, wenn mal eine richtige Kacksituation ist, dass wir uns einfach denken, nein, wir zeigen jetzt allen, aus was wir geschnitzt sind und kann auch für die Motivation durchaus helfen und nicht immer nur eine negative Belastung sein, sondern uns wirklich auch motivieren. Ich glaube, Knossi hat das letztes Jahr ja auch ganz gut gezeigt. Diese ganzen Hater, die haben ihn angespornt, die haben aus ihm das Beste rausgeholt und so wird es bei uns einfach auch sein. Wie hat sich mein Alltag verändert, seit ich nominiert worden bin? Ich bereite mich sehr viel vor, ich schlafe sehr viel im Wald, ich überlege mir sehr gut, wann ich was machen kann. Es haben sich neue Möglichkeiten für die Zukunft ergeben. Alte Möglichkeiten, die ich dachte, die ich habe, gibt es nicht mehr. Also es ist gerade einfach sehr viel im Umbruch und ich glaube aber, dass die wirkliche Veränderung erst kommt, nachdem das Ganze abgedreht bzw. überhaupt ausgestrahlt worden ist. Momentan ist es noch ein bisschen ruhiger, was aber eh ganz gut ist, weil ich glaube, man muss sich an das Ganze auch ein bisschen gewöhnen. Der Vorteil ist, dass ich auch vorher schon ziemlich viel auf Instagram und Social Media gemacht habe. Das heißt, das erschlägt mich jetzt nicht komplett aufs Neue, sondern das war ich schon ein bisschen gewohnt. Aber momentan hat sich jetzt noch nicht so krass viel verändert. Was ist mein Personal Goal? Außer durchhalten und gewinnen. Ich will geilen Content für euch machen, den ihr euch gerne anschaut. Ich will euch
Wildtiere vor die Linse bringen. Einfach, dass ihr dann auch vorm TV eine coole Zeit habt und dass wir eine coole Zeit haben. Ja. Wie geht's jetzt weiter? Also nach dem Ganzen. Entschuldigung, da war schon wieder ein Vogel. Wie geht's jetzt weiter? Also seit 2 Jahren will ich ja schon YouTube machen und seit meiner Arctic Warrior Bewerbung, die so ein bisschen der Arschtritt für mich war, habe ich endlich mit YouTube angefangen. Das ist halt was ich immer schon machen wollte, dass ich jetzt bei Seven vs. Wild dabei bin. Hilft mir natürlich, dieses Ziel schneller zu erreichen. Ich bin schon seit 2015 selbstständig und arbeite mich da langsam, habe ich mich immer weiter nach vorgearbeitet. Und deswegen wird sich diesbezüglich auch nichts ändern. Also ich werde nach Seven vs. Wild erst recht weiter Videos machen. Ich freue mich extrem, dass ich dadurch jetzt so einen Reichweitenboost auch bekommen habe und mir jetzt diese Möglichkeiten noch viel offener stehen, dass ich das machen kann. Es war immer mein Traum, dass ich YouTube machen kann, dass ich mit Social Media als Sinfluencer vielleicht Geld verdienen kann. Und durch diese Teilnahme wird mir das einfach gewährleistet, oder sagen wir so, gewährleistet wird es mir nicht, aber das ist so ein Boost, der mir dabei hilft. Und ich muss jetzt einfach schauen, dass ich diese Welle gut reite und dass ich das alles so umsetzen kann, wie ich mir das vorstelle. Und natürlich wird es nach Seven vs. Wild weiter Videos geben, es wird Wildlife-Content geben. Ich freue mich sehr darauf, was kommt, aber erstmal eins nach dem anderen. Schauen wir mal, dass wir jetzt Seven vs. Wild positiv abschließen. Konzentriere mich jetzt voll darauf, versuche, dass ich jetzt nicht auf 15 Hochzeiten gleichzeitig tanze, weil dieses Projekt einfach wirklich die ganze Aufmerksamkeit braucht. Ich muss mich vorbereiten und dann sehen wir einfach weiter. Aber wenn ihr immer up to date bleiben wollt, dann abonniert ihr am besten den Kanal. Ich habe gehört, da gibt es auch so eine kleine Glocke, damit ihr auch immer seht, wann ich neue Videos poste. Auf Instagram bin ich ziemlich aktiv, also wer mich da verfolgt, ist auch immer auf den neuesten Stand. Und ja, ich glaube, das war's jetzt schon. Solltet ihr noch weitere Fragen haben, dann schreibt die gerne in die Kommentare. Jetzt heißt es wieder vorbereiten. Freue mich aufs nächste Mal. Danke fürs Dabeisein und tschüssi!